Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Super Mario Bros. Wonder zusammen mit dem Sunny. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit ein herzliches Hallo zu Super Mario Wonder mit mir, dem Sunny und Shining! Ja, beim letzten Mal sind wir hier zu den güldenen Wasserfällen geraten, wurden angehüpft von stacheligen Monstern und haben uns einen Wasserfall hochgekämpft. Und wollen wir zuerst die Verschnaufpause machen oder das andere? Machen wir zuerst die Verschnaufpause, nach der letzten Folge, nach der vielen Stacheligen brauchen wir jetzt. Das ist wahrscheinlich wieder so ein geschenktes Ding. Wahrscheinlich. Okay. Ah, wir müssen uns nur einen Weg machen. Okay, ich dachte jetzt gerade, jetzt kommt die letzte Reihe. Wird wahrscheinlich immer dünner. Wonderful! Ja, okay. Das war easy. Heißt ja auch Verschnaufpause. So, was erwarten wir uns hier? Wir kriegen auf jeden Fall ein Abzeichen, wenn ich das richtig sehe. Das sieht aus wie ein Frosch. Hochsprung. Pump-Abzeichentest. Da steht extra Pump. Also das ist kein normaler Abzeichentest, Leute. Das ist ein Pump-Abzeichentest. Das ist was vollkommen anderes. Wahrscheinlich dieser Aufladesprung. Sammle beim Ducken Kraft und schwinge dann höher als gewöhnlich. Ich denke mal, sobald er hochguckt, kannst du den Sprung machen. Dein Pilz läuft, dein Pilz rennt weg. Nein, mein Pilz. Guck mal, du kannst sogar so laufen. Ich habe weiter dort unten gehalten, während ich gesprungen bin. Okay, man kann es nicht im Springen aufladen. Aber wenigstens ist es schnell aufgeladen. Ja, das ist mir gerade eben auch passiert. Genau das. Doch, wenn ich als Geist dran springe, während du da oben bist. Okay. Abs. Ja, wir müssen es nur richtig timen. Der ist weg. Der ist interessant. Ja. Aber ich habe das Gefühl, der hat dieselbe Springhöhe wie der Schwebesprung. Soll ich das lieber machen, da ich keinen Leck habe? Naja, die Flagge hole ich offscreen einfach. Ich hole die Flagge einfach offscreen nach. Hab so gerade so nicht die Spitze bekommen. So, links oder da oben? Nee, lass mal. Ah, da ist er ja wieder. Ich habe lange gebraucht, um diese Geheimtechnik zu meistern. Jahre! Und du hast sie so schnell gelernt. Nun, die nächste Herausforderung wird schwieriger werden. Wollen wir erst hier rechts rum? Ich glaube schon. Ups, das wollte ich nicht. Ich glaube, dass wir zuerst hier rum wollen. Die Dinge sehen auch schon wieder interessant aus. Ach, das sind Sprungfische. Die sind lebensmüde, die springen in einen rein. Tschüss. Man kann sie wegschlagen.
Achso, in der Mitte kannst du da runter, runterstoßen. Wunderbar. Aber da ist nur eine einzige Münze. Du hast Schnicki kennengelernt. Das ist passiert. Da ist schon mal Münze Nummer 1. Das brauchen wir nur für dich, einen Elefanten. Ja, komm her, komm her, komm her. Tschüss. Hab dich gerettet. Ich komme. Für die vertrockneten Dinger braucht man ja Wasser. Was wolltest du da unten? War nicht meine Schuld. Ich dachte mir, dass man da rein kann. Tschüss. Oh, ein Hebel. Sie sind weg. Mann, ich fetze keine Probleme, da durchzukommen. Ich glaube, den hätte man da durchschlagen müssen, aber du kannst als Kleiner noch durch. Ja, hast du nicht gesehen, wie dünn ich bin? Das ist ein Elefant für dich. Das wurde ein, soweit ich es gesehen hatte, ultra zum Meme. Okay, wieder das. Das ist ein Block für dich. Ich versuch's gerade dahin zu kriegen, um die Röhre frei zu machen. Oh. Mein Plan war gut, aber die Umsetzung war kacke. Die Dinger. Ich wette mit dir, dass da die drin gewesen wäre. Also die dritte Münze. Oh, wir kriegen ein schönes Feuerwerk. Können wir ja gleich noch mal testen. Wir können ja nochmal in das Level dann versuchen, mir das Ding da reinzubekommen. Ja. Möchtest du dem Ding einmal Wasser geben? Er kommt. Oder wir machen es so. Na komm, der Pilz ist jetzt unwichtig. Wir kriegen hier sowieso zwei Elefanten geschenkt. Okay, dann so viel dazu. Ich glaube übrigens mittlerweile ist es egal, wer dagegen springt. Das Teil sagt einfach nur generell, dass das nur da ist, wenn der Charakter ein Tier da ist. So. Jetzt nicht gegenkommen. Ich wollte es retten. Ich habe nicht gesehen, dass ich es festhalten kann als Elefant. Okay, ich kann es als Elefant festhalten. Das macht viel einfacher.
Schön, dass die Info jetzt kommt. Hab's. Oh. Worth it. Hat nur 10 Minuten gedauert. Okay, dein Shop. Du musst das Ding schlagen und dann hochwerfen, die Dinger. Das andere macht wahrscheinlich die 10er-Münze. Das war eng. Was war das? Das Ding ist dabei nach rechts geflogen. Abse. Fast. Ich finde es auch schön, wenn du hier mit Wasser stehst, dann spritzt du den einen Toad-Ersatz da ab. Ja. Das kann man aber natürlich auch falsch verstehen. Mit dem Abspritzen. Ach, der schon wieder. Du bewegst dich wie ein Blatt in der Brise. Wie Wasser, das sanft durch das Flussbett fließt. Beeindruckend. Unter wie vielen Wasserfällen musstest du meditieren, um ein solches Können zu erwerben? Ein. Bump! Ah, wieder eine Verschnaufpause. Ebbe im Wasserloch. Also nochmal, dieser Ducksprung, der war Müll. Ah, okay, so etwas. Sunny? Ja. Wollte fragen, warum kommst du hinterher? Das schon, du machst das schon. Ah, guck mal, zur Not sind da noch unten rühren. Genau genügend für das nächste. Du bist die Kamera. Ich weiß. Wenn ich könnte, wäre ich schon lange rübergelatscht. Das sieht auch schon wieder interessant aus. Zwischentest mit großen Sprüngen. Also ich finde immer noch mit dem Drucksprung und den Hochsprung, die haben glaube ich dieselbe Höhe. Okay, der hat unsere Wunderblume. Gönn dir ruhig die Blume. Ich nehme den Elefanten. Blume. Passt so schon. So, hau die Viecher einfach weg. Was ist denn das da für ein komisches Ding? Ich habe keine Ahnung. Möchtest du mal was machen? Ah, okay, den kann man als Waffe verwerten. Das war's mit den Elefanten. Doch, kannst halt. Ich glaube, beim ersten Mal ist das noch ein Trampolin. Danach ist es eine Waffe. Wenn es gerade steht, kann man es noch mitnehmen. Ich habe eine Idee. Hallo? Ich wurde doppelt geprankt. Warte, da ich in die Röhre. Okay, ich sehe, was der Plan ist. Ihr verdammten Schweinehunde! Genau, schlaft ihr einfach den Elefanten dann ganze durch. Kümmere dich nicht um mich. Was war das für ein fieser Raum? Hab ihn!
Sehr schön. Oh, wir sind jetzt selber dieses Ding und können ultraweit hochspringen. Du hast mich umgebracht. Hui! Ja, du musst springen. Du bist immer noch die Kamera. Ich glaube, der die Kamera nicht hat, hat hier einen echten Nachteil. Oh, gerade so. Alles, alles klar. Und wo ist... Da. Ich wollte gerade fragen, wo ist die? Ich sehe von wo. Es ist nur fies. Das wäre der erste. Du musst nur den Sprung schaffen. Hat geklappt. Jo. Dir gelang es also, diese Prüfung zu meistern. Vielleicht bist du ja tatsächlich bereit. Du musst drücken. Du hattest die Kamera. Doch die noch vor dir liegenden Prüfungen werden sich als schwieriger erweisen. Wappne dich! Bump! Dein Albtraum ist übrigens wahr geworden. Was meinst du? Du hattest die Befürchtung, dass er uns jetzt jedes Mal irgendwas erzählt. Ach so. Stacheltest, feuerfrei oder Schwärmertest unter Nacht. Das sieht beides lustig aus. Die sehen aus wie diese Stacheldinger mit Augen, die es mal gab. Ich glaube, die hießen auch Stachi. Ich habe Angst, sie anzufassen, im Fall der Fälle, dass sie Stacheln haben. Die haben auch Stacheln. Haben sie. Okay, das wäre geklärt. Nee, ich glaube, wir müssen da unten rum. Kann ich die wenigstens kaputt machen? Ja. Die werden dann zu komischen Augen. Warte, da war eine Blume rechts. Die kommen wieder. Die kommen wieder. Okay, warte, wir müssen dahin. Da ist schon mal die erste Zehnermütze. Oh, das macht's angenehmer. Okay, die Sterne setzen den Timer da oben zurück. Ja, ich musste den Stern einsammeln erstmal. Ich habe es nicht runtersegeln sehen. Ist ja ein richtig angenehmes Level. Ja. Die Viecher sind nur fies. Haben wir alle? Nee, waren glaube ich schon. Gib doch meistens nur einen. Nicht Wundersamen, noch eine von den Münzen. Die Münze war mitten auf dem Weg. Also die Münzen habe ich alle drei gefunden. Die erste war direkt am Anfang, die zweite kam ein paar Meter weiter und bei der dritten musste ich erstmal 10 Meter oben hüpfen. Okay. Müssten eigentlich alle drei gewesen sein. Ich kann natürlich sicherheitshalber nochmal nachgucken. Danke, Mons. Ihr konntet also ihre komplexen Bewegungen vorhersehen. Das gelingt nicht mal einmal mir. Wird der Meister etwa zum Schüler werden? Pump!
Du hast deinen Spaß an dem Dude, oder? Ja. Warte, ich guck mal sicherheitshalber nach. Ja, hab alle Münzen. Das ist wieder eine Verschnaufpause. Zeitschaltersprint. Ich glaube, das ganze andere Level machen wir nochmal beim nächsten Mal, oder? Los, los, los! Los, los, los! Okay, wir müssen die Dinger immer und immer wieder drücken. Drück du mal den Knopf, ich hol das Ding. Okay, dann drück ich ihn. Abs. Den Knopf drücken! Ich drücke ihn sicherheitshalber nochmal. Von wegen Verschnaufpause, das ist stressig. Ja, natürlich, nochmal zurück. Okay. Ich lass dich sammeln, ne? Ich glaube an dich. Solange ich hier den Knopf drücke, hast du unendlich Chancen. Das war so klar, dass hier diese Kaiju-Blöcke sind. Wir beeilen uns ja schon! Ich hab aber den Knopf gedrückt. Okay, also ich habe nichts von der Verschnaufpause bei dem Level gespürt, aber ja. Beim nächsten Mal gibt's dann den Stacheltest, Feuer frei, Schwierigkeitsgrad 4, da werden wir wahrscheinlich ein paar Versuche brauchen. Ich hoffe, ihr hattet alle heute Spaß mit dem Part. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!